Die Colonia Dignidad war eine Sektensiedlung in Chile, die 1961 vom deutschen Paul Schäfer gegründet wurde. Die BewohnerInnen waren vornehmlich Deutsche, aber auch für die umliegende chilenische Bevölkerung war die Siedlung teils zugänglich. Über Jahrzehnte entstand eine abgeschottete Parallelgesellschaft, die von der Unterdrückung und Misshandlung ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, geprägt war. Ich bin in der Kolonie 1977 geboren, aber die Kolonie hat sich ungefähr 20 Jahre vor hier auf deutschem Boden gebildet, in Nordrhein-Westfalen. Es ist ein Zweig gewesen einer Baptistengemeinde in Gronau, Nordrhein-Westfalen, und diese Gemeinde, der damalige Pastor Hugo Bahr, holte sich einen Straßenprediger rein, den er auf einem Bahnsteig gefunden hat, der hieß Paul Schäfer. Und dieser Paul Schäfer hat es geschafft, nach wenigen Wochen die Kirche zu spalten. Danach wurde nach ihm schon gefahndet, weil er da schon massiv Kinder missbraucht und vergewaltigt hat. Er stand auf der Fahndungsliste und ist dann über die belgische Grenze geflohen und nach Südamerika gezogen und hat da sich seine Getreuen nachgeholt, wie ich schon sag. Und da fing es dann gleich an. Also es wurden die ersten Häuser gebaut, die Familien wurden gleich getrennt. Wie ich schon gesagt habe, die Väter blieben zum großen Teil hier in Deutschland. In der Hoffnung, ein christliches Leben in Chile zu führen, folgten Paul Schäfer etwa 150 Gemeindemitglieder. Einige der Kinder wurden entführt. Während sie dachten, sie würden auf eine Chorfreizeit fahren, kamen sie stattdessen an einen Ort voller Gewalt und Verbrechen. Offiziell operierte die Sekte als gemeinnützige Organisation. Sie betrieb ein Krankenhaus, das öffentlich zugänglich war, und ein Internat für junge ChilenInnen. Und diese Verbrechen unterteile ich grob in zwei Kategorien. Einmal die internen Verbrechen, die die Colonia Dignidad als kriminelle Sekte begangen hat an eigenen Mitgliedern der Gruppe. Verbrechen wie Freiheitsberaubung, sexueller Missbrauch, Körperverletzung durch Elektroschocks, durch medizinisch nicht indizierte Verabreichung von Psychopharmaka, Prügelstrafen, Sklavenarbeit, Kinderarbeit etc. Daran wirkten eben verschiedene Leute aus der Führungsriege mit, die natürlich genau wussten, was Schäfer da machte, weil sie zum Teil selbst auch früher von Schäfer missbraucht worden sind. Die Sekte kooperierte auch mit der Diktatur von Augusto Pinochet zwischen 1973 und 1990. Der chilenische Geheimdienst DINA war teils auf dem Gelände der Colonia Dignidad stationiert. Politische GegnerInnen und AktivistInnen der Opposition wurden dort gefangen gehalten, gefoltert und getötet unter direkter Beteiligung der Mitglieder der Führungsriege der Sektensiedlung. Besonders bitter ist die Bilanz im Fall der in der Colonia Dignidad ermordeten und bis heute verschwundenen Personen, die auf über 100 geschätzt wird. Und hier wurde bislang keine einzige ermordete Person identifiziert. In Deutschland leben heute noch viele ehemalige BewohnerInnen der Colonia Dignidad. TäterInnen wie Betroffene. Einige Mitglieder der Führungsriege wie Hartmut Hopp und Reinhard Döring entzogen sich der Drohnenverhaftung in Chile durch die Ausreise nach Deutschland. Dafür gibt es auch eine deutsche Zuständigkeit. Wie Jan schon erwähnt hat, ist es so, dass wenn durch deutsche Täter im Ausland Verbrechen begangen werden, die auch dort strafbar sind, dann ist auch die deutsche Staatsanwaltschaft aus eigenem Recht berufen und befugt, deswegen Strafermittlungen aufzunehmen, und ist die deutsche Justiz zuständig. Seit 2011 kämpft das ECCHR dafür, dass die deutsche Justiz ihren Teil dazu beiträgt, die in der Colonia Dignidad begangenen Verbrechen aufzuarbeiten. In Deutschland genauso wie in Chile. In Deutschland dauert das Ermittlungsverfahren der Behörden in Krefeld gegen den ehemaligen Sektenarzt Hartmut Hopp seit August 2011 an. Im September 2018 beschloss das Oberlandesgericht Düsseldorf, dass Hopp seine chilenische Haftstrafe in Deutschland nicht verbüßen muss. Die Ermittlungen gegen Reinhard Döring wurden im Januar 2019 eingestellt. Die Colonia Dignidad muss im Grunde genommen von Grund auf nochmal neu ermittelt werden, alles ausgewertet werden, was aus Chile zur Verfügung steht, die Zeugen, die in Deutschland und Europa anwesend sind, aber auch in Chile vernommen werden mit einer vereinfachten Rechtshilfe, die auch schon in die Wege geleitet wurde mit einem möglichen Abkommen mit Chile. Es ist längst überfällig, dass die Verantwortlichen für Folter, Verschwinden lassen, Kindesmissbrauch und anderen Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden und die von den Verbrechen Betroffenen Gerechtigkeit erfahren.
Menschenrechtsverbrechen verjähren nicht. Das ECCHR unterstützt weitgehend die Betroffenen beim juristischen Kampf nach Gerechtigkeit. Helfen Sie uns! Jetzt